Ja, bleib mal so. So ist super. Herzlich willkommen zu unserem neuen Okay, Scheiße, schon verkackt. Wie heißt das? Ausgepackt. Das ist peinlich. Das ist nicht peinlich. Ganz beliebt ist ja die Frage, Sie spielen abends Theater und was machen Sie am Tag? Also beruflich? Um gleich mal vorzubeugen dieser Frage, die Sie vielleicht stellen möchten. Am Tag habe ich Proben oder muss Text lernen, normalerweise, gerade nicht, leider. Doch, ich lerne Text, aber für den Herbst. Also wenn Sie diese Frage stellen, muss ich Ihnen sagen, ich habe Proben, lerne Text, das ist mein Beruf, ich kann nichts anderes. Okay, warte nochmal, ein bisschen spontaner, so, dass man sich nicht verhaspelt. Fusa, Fusa, ich rede nicht so gerne, habe ich das gesagt? Okay, nochmal. Ja, aber gib mir was zu sagen. Also das nicht guten Morgen in meiner... Hallo, liebes Publikum. Hallo, liebes Publikum. Gut. Doch, können wir nicht einfach so ein Voice-Over machen? Warum habe ich Ja gesagt? Warum habe ich... Entschuldigung. Also das können wir für uns machen, aber das kann nicht rausgehen. Nee, das ist so schlecht. Fängt das an. Gibt es eine witzige Bühnengeschichte, die Sie immer wieder gern erzählen? Ja. Sogar zwei. Scheiße. Das ist jetzt noch eine eingefallen, die in Cottbus passiert ist. Vielleicht soll ich die bei dir erzählen. Okay. Gibt es eine witzige Bühnengeschichte, die Sie immer wieder gerne erzählen? Ja, das war erst dieses Jahr in Frau Luna. Und zwar ist während der Auftrittsarie von Frau Luna einfach der Vorhang vor ihr runtergegangen. Oh, that was really boring. Oh. Angeblich verändert das die Hirnchemie. Soll ich eigentlich in die Kamera sprechen? Ja, ne? Ja, okay, top. Also ich spreche zu Ihnen, genau. Ja, das kann man drin lassen, das passt schon. Also, ich strecke die Hände in die Luft, oder nicht? Sollen wir es absprechen? Ja.